Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sweeter Moritz. Yay! Wieso bin ich so leise? What the fuck? Ich bin sonst immer so laut! Naja, ist ja auch egal. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bei dem Start der Episode 16. Und ja, man sieht mir schon an, ich habe mein Gesicht ein bisschen verändert, dass ich natürlich nicht ganz so glücklich darüber bin. Man sieht auch hier schon sehr, sehr schöne Bilder. Es wird heftig. Es wird hässlich. Es wird heftig. Und vielleicht werden auch ein paar, die das gucken, anfangen zu weinen. Denn es wird wirklich nicht schön. Es ist wirklich, sehr viele sagen es selber. Es sind die schlimmsten Episoden, die Sweeter Moritz bisher hat. Neben der mit Nathaniel, aber die war insgesamt eher auch nervig. Weswegen ich leider nicht so viel Mitleid mit Nathaniel mehr habe. Wobei, ich fand die Episode auch gut. Aber dazu kommen wir ja noch später, wenn wir die Episode spielen. Das dauert aber noch. Also, wo war ich denn? Ja, genau. Ich muss vorlesen. Ups. Ich versuche, wie es so aussieht, als hätte ich hier so eine Strähne. Das finde ich schön. Ich habe in der letzten Nacht sehr schlecht geschlafen. Ich musste ständig an das denken, was mir Deborah abends gesagt hat. Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt. Ups, ich haue mein Mikro. Weil es ständig runterrutscht. Warum bleibt es nicht fest? Und ich weiß nicht mal, wie ich mich heute dieser Lügnerin gegenüber verhalten soll. Hallo, Melanie. Wie geht's dir? Oh Gott, sie ist da. Fuck. Hallo, Deborah. Wenigstens muss ich mich nicht mehr fragen, wie ich das Gespräch mit dir anfangen soll. Ich habe schon auf dich gewartet. Wir haben uns auch gestern gut unterhalten, findest du nicht? Wovon redest du? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, es ist egal, was wir nehmen, weil wir wollen uns sowieso nicht mit der Bahn freuen. Oh, shit. Das hat ja schon ein bisschen gespoilert. Ich wollte eigentlich... Da, das wollten wir. Da. Ja, wie gesagt, es bringt... Es macht keinen Unterschied. Also, hör auf, runterzurutschen, du scheiß Mikro. So. Gosh, damn it, ey. Nein, nicht wirklich. Das hörte sich gestern aber anders an. Wenn du möchtest, kannst du echt lustig sein. Ich bin mir sicher, ich hätte noch bessere Erinnerungen an Sweeter Moritz, wenn du damals schon auf der Schule gewesen wärst. Ich weiß nicht, was du für ein Spiel spielst, aber es ist überhaupt nicht lustig. Ich meine, was du mir gestern erzählt hast, das war... Ich weiß nicht mal, wie ich darauf reagieren soll. Du bist eine blöde... Ich will nicht sagen Schlampe, weil Schlampe wäre irgendwie beleidigend für alle Schlampen. Ist ja auch egal. Die kürzesten Witze sind die besten. Magst du mich nicht mehr? Iris und Viola beobachten uns aus einiger Entfernung. Ich bin sicher, ihnen entgeht nichts von unserem Gespräch. Deswegen schmeichelst du dich jetzt so ein, stimmt's, Deborah? So eine hinterhältige Kuh. Nee, das ist auch eine Beleidigung für alle Kühe. Oh nein, ich nenne sie auch nicht mehr Schlange oder so, weil das wäre auch eine Beleidigung für alle Schlangen auf dieser Welt. Entschuldigung. Ups. Stimmt was nicht, Melanie? Du guckst mich so komisch an. Ich guck dich an, wie ich will. Wobei, ja, ich guck dich komisch an. Und das Messer in meiner Hand hat auch überhaupt nichts zu bedeuten. Hi. Ich kann echt nicht verstehen, wie Deborah sogar Fans haben kann. Ernsthaft. Es gibt einen Fanclub zu Deborah und ich verstehe es nicht. Und mein Mikro geht mir auf die Nerven. Gott damn it, ey.
Es ist egal, was man nimmt. Also kann ich auch mal wieder hier runter hochscrollen. So. Ich sag einfach die Wahrheit. Es geht schneller und ja. Hör sofort auf. Ich mache es dir bestimmt nicht noch leichter, indem ich so tue, als wären wir die besten Freundinnen. Bist du heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden? Tu nicht so überrascht. Du hast es geschafft. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, ob du Witze machst oder es ernst meinst. Falls ich irgendetwas falsch gemacht haben sollte, entschuldige bitte, das war nicht meine Absicht. Ich komme noch mal wieder, wenn es dir besser geht, okay? Kann ich jetzt bitte einmal damit aufhören? Ich will nicht in dieses blöde Spiel von ihr mit einsteigen. Oh je, dir geht es nicht gut, Melanie? Doch, alles in Ordnung. Warum? Du hast dich mit Deborah gestritten. Ich hatte gedacht, dass ihr schnell Freundinnen werdet und sie denkt das offenbar auch. Tut mir leid, dem ist aber nicht so. Und ich möchte auch nicht ihre Freundin sein. Ihre falsche Freundin, weil sie auch eine falsche Schlange ist und du sollst ihr nicht vertrauen, Iris. Und genau seit diesem Moment hasste ich Iris irgendwie. Weil sie so die erste war so, oh, Melanie, was ist denn los mit dir? Du bist ja so eine Sicke und sowas. Wirklich indirekt denkt sie wirklich doch, wir sind eine Sicke und Deborah ist die Beste. Sie ist sowieso der größte Deborah-Fan und das regt mich so auf. Iris und Melody hasse ich irgendwie. Die sind für mich echt. Nee, solche Freundinnen brauche ich wirklich nicht. Die sind schrecklich. Melody ist so total eifersüchtig auf einen später. Und Iris ist. Oh. Klar, ich meine, es tut dir irgendwann leid, aber trotzdem. Die einzigen, die ich mag, sind Viola und Rosalia. Naja, und Kim mag ich auch noch ein bisschen. Die ist auch noch ganz okay. Von Peggy wollen wir nicht reden. Ich möchte Iris lieber erstmal nicht in diese Sache mit hineinziehen. Ich erkläre es dir später. Was mache ich jetzt? Deborah hat offensichtlich vor, so zu tun, als hätte sie mir gestern nichts erzählt. Sie hat gesagt, ich sollte nichts sagen. Aber ich bin sicher, wenn ich es den anderen erzähle, glauben sie mir. Hier ist wirklich, wenn man, glaube ich, mit den anderen darüber redet, geht es schneller. Ich weiß nicht, ob das da steht irgendwo. Nee, hier steht jetzt nix. Entscheide dich für eine Strategie. Entweder redest du mit den anderen über was sie getan hat, oder du änderst beides läuft auf dasselbe hinaus. Weil beides läuft sowieso auf dasselbe hinaus, das ist wirklich so. Aber ich glaube, das eine geht schneller. Ich rede mit den anderen darüber. Schließlich sind das ja meine Freundinnen. Angeblich. Ich meine, klar, ich kann die anderen auch verstehen, wenn sie mir weniger vertrauen als Deborah. Ich meine, sie kennen Deborah länger als mich und sind mit ihr befreundet. Aber trotzdem. Sie ist abgehauen, sie wurde berühmt. Ich meine, die kennen doch auch mich. Da müssten die doch darauf vertrauen, dass ich bestimmte Sachen, die in der Episode passieren, nicht machen würde. Dafür müssten die mich doch schon lang genug kennen, oder nicht? Und deswegen kann ich das einfach nicht verstehen. Allein kann ich in dieser Sache nichts ausrichten. Ich muss die anderen warnen. Ich möchte nicht, dass die sie benutzen. Benutzen, wie sie es mit Cassie getan hat. Ach, vielleicht wäre das andere doch schneller gegangen. Ich habe keine Ahnung mehr, was schneller geht. Kann auch sein, dass beides gleich schnell geht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hallo, Melanie. Wie geht's dir? Nicht so gut. Ich habe gestern etwas erfahren, was mich ziemlich fertig gemacht hat. Wirklich? Was ist denn passiert? Fragte sie mit einem Lächeln im Gesicht. Naja, gut. Man setzt automatisch wahrscheinlich ein Lächeln aus, um nach dem Motto: Oh. Was ist denn passiert? Du kannst mir alles erzählen. Grins, grins, grins.
Es geht um Deborah. Verlässt sie uns einfach schon wieder? Nein! Würde mich aber freuen! Ernsthaft, sowas ist es. Echt so, die sind total abhängig von diesem Vibe, oder? So, oh, Deborah hier, Deborah da, Deborah überall! Deborah, wir bitten dich an, sei unsere Herrscherin, du bist unser Gott! Echt so, wie die direkt ausrastet. Verlässt sie uns einfach schon wieder? Oh nein! Ohne sie habe ich meine Droge nicht mehr! Gott! Sorry. Aber echt, das ist. Ach. Nein, ich glaube nicht, damit hat das auch nichts zu tun. Es wäre wirklich schade, wenn sie sofort wieder weggehen würde. Ich freue mich so, dass sie wieder hier ist. Ach. Gibt's hier irgendwo Melody, 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 Melody? Ich habe nicht das. Ich habe hier nicht das Gespräch mit Melody. Okay, dann nehme ich irgendwo etwas. Dabei wäre es für alle besser, sie wäre nicht mehr da. Glaub mir. Weißt du, Melody, ganz so nett und unschuldig ist deine Deborah nicht. Es tut mir leid, aber sie ist nicht ne so nett, wie du glaubst. Ich nehme das Zweite. Was willst du damit sagen? Weißt du, was zwischen Nathaniel und Cassie passiert ist? Ist ihnen etwas passiert? Sind sie deshalb heute nicht da? Nein, ich rede von damals, als Deborah noch auf der Schule war. Oh, du meinst, bevor sie weggegangen ist? Nathaniel hat mir nur gesagt, dass ihm eben plötzlich aufgefallen ist, was Cassie für ein Idiot ist. Aber was genau ist, weiß ich nicht. Warum redest du davon? Wir haben doch von Deborah gesprochen. Ja, weil Deborah daran schuld ist, dass Cassie und Nathaniel sich so hassen. Verdammt nochmal, bist du auf den Kopf gefallen oder was? Gott, lass das Gehirn regnen. Entschuldigung. Ich meine, gut, klar, es ist ein bisschen verständlich, dass sie so reagieren, aber irgendwie denke ich mir auch so, bist du dumm im Hirn? Hast du Matsche im Gehirn oder was ist los? Genau, weil das Ganze nämlich ihre Schuld war. Sie hat Cassie manipuliert und gegen das aufgehetzt. Sie guckt mich so komisch an. So, was solltest du nicht sagen, Melanie? Das ist unter deinem Niveau. Das meine ich. Ich meine, hallo? Die dürfen mich doch lange genug. Vor allem, sie sagt sogar, das ist unter meinem Niveau. Also dürfen die mich doch lang genug kennen, um zu merken, dass ich mir sowas nicht ausdenken würde. Wieso vertrauen die mir nicht? Oder glauben mir nicht? Ich meine, klar, ich kann einsehen, dass sie Depper lieben und alles. Wobei, nein, ich kann es nicht einsehen, warum sie sie lieben. Aber okay, sie sind mit ihr befreundet. Von mir aus. Nur, sie sind auch mit mir befreundet. Sie kennen mich lang genug, um doch beurteilen zu können, ob ich die Wahrheit sage oder lüge. Oder ist bei denen so ein Filter an? Oh nein, es geht um Deborah, also muss sie lügen? Aber es ist die Wahrheit, Melody, ich schwöre es dir. Du kennst Deborah erst seit gestern, aber ich habe den größten Teil meiner Schulzeit mit ihr verbracht. Und ich weiß, dass sie zu so etwas nicht fähig ist. Ich weiß nicht, was du im Moment hast, aber ich hoffe, du hörst bald mit diesem Unsinn auf. Aber da gibt es nichts aufzuhören. Sie spielt mit euch allen. Ich hab dich auch wirklich gern. Deshalb werde ich so tun, als hätte ich nichts gehört. Ich möchte nicht schlecht über dich denken, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Sie ist mit düsterem Gesicht weggegangen. Das fängt nicht gut an. Ja, und das gut, ich kann's nachvollziehen. Ich meine, ich verstehe es ein bisschen. Sie sind mit ihr befreundet. Wie sie auch sagte, sie kennt sie ihre halbe Schulzeit lang. Aber trotzdem müsste sie doch dann auch merken, dass ich mir sowas nicht ausdenken würde. Ich habe doch keinen Grund dazu. Naja.
Bevor ich mich jetzt weiter aufrege, lasst uns noch mit Alexi reden und dann beende ich diesen Part. Hallo Melanie, geht es dir besser? Nicht besonders. Was ist denn los? Ich hatte doch ein schlechtes Gefühl, was Deborah angeht. Erinnerst du dich? Ja, aber dann haben wir ja festgestellt, dass du dir umsonst Sorgen gemacht hast. Nicht ganz, Alexi. Okay. Die ganzen Gespräche, wenn man ihr... Die ganzen Gespräche sind also nicht dabei. Scheiße. Warte, warte, warte. Da habe ich doch noch was. Da hatte ich noch was. Ah, guck nicht hin. Meine Sachen. Da. Was hatte ich noch? Ja, zum Kuckuck. Ich mag Handsome Jack. So what? Und andererseits hasse ich ihn auch, wie blöd. Hier sind auch immer nur so... okay. Naja. Oh ja, stimmt, der Tor. Ugh. Egal, Episode 16. Alexi. Nee. Oh, da, da, da. Jacques Cru Ossimer. Also, das habe ich auch gedacht, aber wir haben gar nichts festgestellt. Ich hatte mit meinem Gefühl aber recht. Ich glaube, A und B macht Minus, also nehmen wir wirklich das Letzte. Hier steht zwar nichts hinter dem A, aber Ich nehme mal C. Das habe ich auch gedacht, aber sie haben mir erzählt, mit welchen Mitteln sie Sängerin geworden ist. Und das ist schrecklich. Sie spielt mit allen ihre Spielchen, nur um alleine Karriere zu machen. Und das hat sie dir erzählt? Ja. Und du glaubst nicht, dass sie dich damit nur ein bisschen auf den Arm nehmen wollte? Nein, sie meinte es ernst. Vor allem Alexi. Aber zu Alexi sage ich nichts. Zu Alexi sage ich nichts. Zu Alexi sage ich nichts. Ihr werdet schon sehen, warum. Und warum sollte sie das gerade so einer Tratschante wie dir erzählen? Hey! Sie hat eben geglaubt, dass ich eine Bedrohung für sie bin. Das machen die Bösen im Film doch immer. Ja, das Zweite. Ja, aber normalerweise erst kurz bevor die Nellen erschießen. Sie hat dich doch nicht einfach mit einer Waffe bedroht, oder? Nicht direkt. Allerdings hat sie mir insgesamt gedroht. Also von daher... Nein, aber... Wenn du vermeiden möchtest, dass sich alle für eine Lügnerin halten, solltest du aufhören, ihr gegenüber so misstrauisch zu sein. Ich weiß, da ist deine weibliche Intuition und was weiß ich noch alles, aber wir haben einen Tag damit verbracht, festzustellen, dass sie nett ist. Jeder irrt sich mal. Aber sie hat mir wirklich alles erzählt. Nicht mal Lexi glaubt mir und der kennt Deborah nicht mal. Sie hat gemerkt, dass du alles glaubst, was man dir erzählt. Und da hat sie dich ein bisschen auf den Arm genommen. Das ist alles. Es hat keinen Zweck, weiter darauf zu bestehen. Es ist aussichtslos. Ja, und zu sehen, wie aussichtslos das Ganze ist, denn diese Episode wird noch schlimmer. Ernsthaft. Es ist, wie gesagt, es ist eine richtige Tragödie, wie diese Episoden sind. Diese Episoden machen einen wirklich quasi fertig, weil man wirklich denkt, what the fuck, jeder ist gegen mich, was habe ich getan, um das zu verdienen? Und das ist beschissen, man fühlt sich einfach nur noch beschissen, wenn man diese Episoden spielt. Ich habe es wirklich beim ersten Mal gespielt und ich dachte nur so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Was soll das?
Weil es tut einem auch weh, man ist wirklich verletzt. Weil wenn man jemand ist wie ich, die sich sofort, die sich wirklich total in ein Spiel hineinversetzen kann. Vor allem wenn so ein Spiel, so eine Visual Novel quasi. So ein Dating Simulator. Dann fühlt es sich so an, als würden wirklich, als wäre wirklich die ganze Welt gegen einen. Und das fühlt sich einfach beschissen an. Vor allem weiß ich, wie das ist, wenn die ganze Welt gegen einen ist. Ich hatte eine beschissene Kindheit. Ich geb's zu. Ich weiß, wie es ist, wenn jeder auf einen rumtrampelt und keiner einem glauben will. Und deswegen finde ich das einfach, es fühlt sich beschissen an. Und wenn man das so in solchen Episoden nochmal quasi durchleben muss, ist es erst recht beschissen. Und ja. Also, deswegen, diese Episoden werden sehr hart. Es sind, glaube ich, zwei oder drei mit Deborah. Die werden sehr hart, aber zum Schluss wird alles gut. Deswegen, keine Sorge. Es wird nicht ganz so schlimm. Trotzdem, vielleicht versteht ihr im Verlauf der Episoden noch, wieso die Leute gerne Deborah umbringen würden, wollen würden. Also, ja. Oh nein, ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt. Ich weiß, dass es auch andere Leute gibt, die wirklich eine schlimme Kindheit hatten. Vielleicht sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich sogar noch schlimmer als ich. Aber ich wollte es einfach nur sagen, dass ich mich noch stärker dadurch in diese Situation versetzen kann. So. Aber zum Glück geht ja alles zum Schluss gut aus. Das ist immer gut. So. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir, kommentiert und schaltet das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Plays wieder Moritz. Diesmal wieder nur mit 15 Minuten Part oder 16, aber nicht über 20. Also bis dann. Bye!